Überwältigt vom Erfolg des ersten Bandes legt Karl-Heinz Kaiser bereits die zweite Ausgabe seiner Alltagsgeschichten aus Magdeburg vor. Auch diesmal lautet die Frage wieder: Weißt du noch? Kalle, wir stehen hier im Sülzer Hafen, so ein bisschen am Anleger der Buckower Fähre. Hinter uns im Rücken ist der Mückenwirt. Das ist ja auch ein Thema, was in deinem neuen Band von Weißt du noch drin vorkommt. Die Elbe und das Maritime ist ja dem Magdeburger ja quasi angeboren. Ja, der Mückenwirt zwar nur tangential, aber die Umgebung und der ehemalige Schutzhafen der Weißen Flotte, der gleich nebenan liegt, der spielt schon eine Rolle und auch die Buckower Fähre. Aber wir haben ja in Magdeburg haben wir ja mehrere Fähren. Wir haben ja zwar die ganz neue, aber das Büchlein ist ja mehr so geschichtlich gedacht. Ja. Da hatten wir damals immer zwei Fähren, immer die Buckower und die Gierfähre. Ja. Und die kommt ja in deinem Buch auch vor. Die, und zwar nicht nur fröhlich kommt die daher, sondern auch mit allen drumherum, was sich so ereignet hat. Nämlich auch Ereignisse, die dann vor Gericht landeten. Also es gab da Episoden mit einem Pferdefuhrwerk, wo der betrunkene Kutscher praktisch in die Elbe abgerutscht ist und er dann auch sich vor Gericht hatte verantworten müssen. Das machte damals die Runde. Natürlich auch in Fröhlich gab es auch fröhliche Episoden. Das war immer so, dass zum Herrentag meinetwegen die Ausflügler mit Bierkästen auf dem Fahrradgepäckträger die Fähre nutzten und dann rüber in die Kreuzers und dann einen schönen Tag verbrachten. Oder ganz in Familie. Genau wie die Fähren sind die Brücken für eine Stadt am Fluss eines der wichtigsten Dinge überhaupt, um kommunizieren zu können, um Verbindung herzustellen. Und ja, da spielt zum Beispiel die Übergabe der neuen Strombrücke 1965 spielt dort eine Rolle, mit allen drumherum, mit Sirenen und was weiß ich, wie der Minister empfangen wurde und wie die Schiffe der Weißen Flotte unter den Pfeilern aufgefahren sind, eine richtige Parade gemacht haben, aber auch über den Bau der Brücke, die mitunter auch ziemlich problematisch war. Was hast du noch für Highlights in den kleinen zweiten Band drin? Ich habe wieder versucht, und das war, ist ja auch mein Anlass, mein Ziel, aus dem Magdeburger Alltag, sowohl aus dem Magdeburger Alltag, als auch einige etwas gehobenere Dinge herauszusuchen, die aber auch jeden Menschen, fast jeden oder sehr viele Menschen in der Stadt interessieren. Das fängt an bei mir mit dem Begriff Pupaschknall, den kennt sicherlich jeder. Da habe ich viele Zeitzeugen auch befragt, weil ich da noch zu klein war. Aber ich erinnere mich sehr gut dran, wie der Wagen herumfuhr und der Mann dann brüllte, braun Bier und so, bis hin zu den Anfängen des Puppenspiels in Magdeburg. Auch die Entwicklung, heute ist ja Magdeburg eine Hochburg und fast mit Augsburg, mit der Augsburger, das Puppentheater mit der Augsburger Puppenkiste zu vergleichen, bis hin zu den verschwundenen Denkmälern in Magdeburg, der Luise, das Bismarck-Denkmal und. Eine kurze Frage, wo gibt's es und was kostet? Die gibt's überall, die Bücher, überall im Buchhandel in Magdeburg, zum Beispiel bei Fritz Wahle oder im Volksstimme Service Center und. Kostet 11,90 € ein Band. Es gibt sowohl Band 1 noch und Band 2 und Schönes Weihnachtsgeschenk.